Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013, Mitarbeiter Manuel und der Max. Servus. Noch immer nicht mit mehr Maschinen leider, aber ihr seid fertig mit Sehen, habe ich so, halt aufs Vorgewende kommen. Ja, vorgewendet. Vorgewendet, ja. Das ist halt das Blöde, soll ich euch da geschwind drüben die Bahnen machen? Wenn du wenigstens ein bisschen vorgewendet schon mal machst, das selbst. Ja, ich weiß so. Schon. Naja, bist du jetzt auf dem Feld gerade, Max? Oder? Auf dem Markus, auf meinem sein, Feld, ja. Na, auf meinen. Kommen wir mal rüber gelaufen, wir schauen das mal an. Ich habe nur mehr so 12 Bahnen, Längen, und dann kann ich schon Vorgewende machen. Manuel ist gerade auftanken, hat noch 2 Bahnen und Vorgewende. Oh, 3 Bahnen mindestens noch. Halt, ich weiß nicht. Immer fahren, Markus. Du mal, ich fahre jetzt weiter und du machst jetzt Manager-Ding und sagst mal, ob es sich ausgeht oder nicht. Bin gespannt, was du sagst. Bist du schon da? Ja, ich sehe auf jeden Fall schon, dass noch viel gefühlt. Naja, viel. Ja, schon eine ganze Menge. Also wird auf jeden Fall eng. Halt, sollte ich anfangen, einmal oben in Vorgewinde sozusagen. Also wenn ich so bis zur Hälfte ungefähr mache. Naja, wenn dann ziehe ich gleich oben durch. Ziehst hier zieh, oder so. Naja, dann ist schon egal. Das hier noch. Das ist doch noch ein ganzes Stück Schnee noch. Naja, es sind circa 10 Bahnen, schätze ich da drüben noch. Ja. Na, machst hier die noch durchgängig zu, würde ich sagen. Oder? Also diese Insel verbindest du noch. Ja, oder er fährt ein bisschen einfach am Anfang schmäler. Ja, dann genau. Hat er ein größeres Vorgewende. Er kann ja die ersten 3 Bahnen das noch durchziehen, das dauert. Naja, ich habe drüben nicht durchzogen, komplett 3 Bahnen. Aber. Ja, egal. Glaube ich. Nein, ist wurscht, ich mach so wie immer, und dann muss ich ja ein bisschen kleiner, halt müsste ich ein bisschen kleiner werden. Ich habe jetzt. Du musst mir eine Hake in die Hand geben, dann machst du das Vorgewende. Nein, eine Hake ist falsch, Hake ist Pflügen eher. Ja, gibst du mir ein Rechen. Also das so, ja, Rechen und irgendwas, ein Schlägel, dass du die Klumpen zerhauen kannst. Ja, genau. Boah. Ich auch voll gepackt. Boah, du leckst gerade. Jetzt wieder. Wer läuft da auf dem Hof? Ich bin gerade vom Feld Hof gemacht. Ist es nicht normalerweise so, dass man beim Beta die Spieler nicht sieht? Ach so, eigentlich. Nein, das ist nur, er sieht dich nicht. Es ist immer so, wer als halt, wenn du drauf warst schon am Server und danach der andere synchronisiert, siehst du den. Ach so. Das ist der. Ja, ein bisschen komisch. Der Max sieht nur dich. Der Max sieht nur mich, genau. Ich hab dich aber auch schon gesehen. Ja, aber nur wenn er aussteigt aus dem Traktor, siehst du ihn nicht. Die Person. Ich jetzt wissen. Ja, warte, du kannst fahren ruhig. Ich bin noch weit weg. Ne, ich hab Zeit. Aber der Lars hat mich doch letztes Mal auch nicht gesehen, meine ich. Nein. Aber ich weiß nicht, ob der Max, hast du jetzt schon auf Beta gearbeitet, oder? Weil ja, du warst immer am anderen. Hab ich. Ich bin gespannt, ob es da noch ein Final geben wird oder nicht. Ja, fahr die Bahn zu Ende. Ich denke nicht mehr, wenn dann wird das dann nur noch so ein kleiner Patch sein. Weil ich denke, die werden jetzt mit vollem Blut im LS15 arbeiten. Weil so groß ist das Unternehmen nicht. Ne. So. Erst haben meine Klassenkameraden mal im Unterricht irgendwas von Landwirtschaftssimulator geredet und ich so mach die Ohren auf, hör dazu und dann reden sie von Dreschen und ja, ein bisschen rumfahren, ein bisschen Blödsinn bauen. Ich so, ja gut. Jetzt sag ich mal, dass der Landwirtschaftssimulator auf der E3 vorgestellt wird, jetzt haben sie angefangen zu lachen. Wahrscheinlich schon ungewöhnlich. Aber was? Nee, ich seh dich, Max. Was heißt, die haben... Wieso haben sie ins Lachen angefangen, wo du gesagt hast, es wurde der E15er auf der E3 vorgestellt? Sprich mal aus, Manuel. Ja, ich seh dich aber. Okay, naja, vielleicht geht's. Ja, er ist jetzt ziemlich gleichzeitig synchronisiert, nämlich, keine Ahnung, vielleicht hat das dann und dadurch funktioniert. Aber Manuel, wie hast du das jetzt gemeint? Die haben auf einmal ins Lachen angefangen. Ja, wo ich dann gesagt habe, dass der auf der E3 vorgestellt wird, dann haben sie gesagt, dass so ein kleines Unternehmen auf der E3 ist. Gut, es ist schon komisch, weil normalerweise nur so Spiele wie Battlefield 4 oder sowas. Auch viele kleine Unternehmen sind dort, aber natürlich, ja, und dann die Giants Bear hat ja keinen eigenen Stand gehabt, die sind ja unter dem Publisher Stand beim Focus gestanden.
Ja, ganz normal eigentlich im Endeffekt. Wieso ich da lachen muss, dass es da so ein Unternehmen zur E3 gibt, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, ich konnte es auch nicht verstehen, das sind halt auch. Die ziehen halt auch alle mit einem mit. Wenn der eine halt was sagt, wenn der eine lachen anfängt, fängt der Rest dann auch an. Ist ganz klar. Weiß gucken zwar. Da darfst du doch nicht sagen wahrscheinlich, dass du LS spielst oder mehr oder sonst irgendwas. Ach, das wissen die eh. Okay. Weil die wissen genauso gut über meinen Hof Bescheid wie ich. Die ziehen mich so gesagt auch jedes Mal mit auf. Das verstehe ich jetzt aber überhaupt. Okay. Naja. Weil sozusagen du dort arbeitest und du das cool findest, oder was? Ja, weil ich halt arbeite und es halt schon mal vorkam, dass mein Onkel während dem Unterricht angerufen hat und hat gefragt, ob ich gerade im Unterricht talke oder wie es aussieht. Und er hat gesagt, ja, ich hocke nur im Unterricht. Okay. Weil er mich angerufen hat und gefragt hat, kann ich kurz vorbeikommen? Ja. Ja, finde ich dann nicht okay von denen. Irgendwie. Du, weil ich das ist gewohnt. Das ist nicht. Im Endeffekt. Jetzt hat er kurz durchbeschleunigt. Im Endeffekt ist das ein ganz normaler Beruf wie der andere Bauer auch. Ja. Und ohne euch, beziehungsweise ohne, ja, ohne Bauern würde es einfach keine Leute auf der Erde geben, weil wer macht denn die Nahrung dann? Oder sonst irgendwas halt. Ja. So argumentiere ich dann und. Und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, dass ein Klassenkamerad von mir eine Freundin hat, die ebenfalls einen Bauernhof hat. Und dann habe ich das ganze Spiel mal andersrum gemacht. Dann habe ich ihn nämlich aufgezogen und dann war es aber plötzlich innerhalb von ein paar Minuten war es in der Klasse ruhig. Ja. Da hat niemand mehr was gesagt. Ja, das und dann habe ich genau gewusst, wenn du eine Person dran kriegst und die anfängst aufzuziehen, und dass sie mal merkt, wie du dich fühlst, ja, dann hast du gleich alle. Überhaupt, wenn das nachher eine Person ist, die so eine Art Respekt, halt, ja, der Boss von der Klasse oder so irgendwas. Ganz klar. Halt respektlos ist. Ja. Der immer so, immer meckert und dann siehst du mal, wie der reagiert drauf. Mhm. Und die anderen sehen es dann auch und dann, ja. Ja, das ist halt immer so gewesen. Das wird in jeder Klasse, das ist auch wenn du weißt nicht irgendwie. Ja, es war ja bei mir damals auch so, wo ich gesagt habe: Ja, der eine hat, ja, ich spiele LS, sozusagen Landwirtschaft, und dann habe ich halt in der Klasse mal am Laptop so zockt, irgendwas, dann frage ich: Ja, was magst du denn da für einen Scheiß? Und das ist, Bauer, du und so weiter. Ja, ist mir eigentlich im Endeffekt vorbeigegangen. Mich hat halt das Spiel interessiert und auch wenn die anderen das nicht verstehen, was man da interessant finden kann, wenn man da einfach auf und ab fährt. Ja, man sieht es einfach auch im. Es kann halt, wenn man da zum Beispiel, ich sag immer so, wenn man sieht, was bei Saturn und Mediamarkt, wenn der LS rauskommt, was da in den Top 1, halt Top 10 der Verkaufscharts ist und so weiter, und LS meistens ganz vorne oder in den Top 3 monatelange, dann frage ich mich, von wo das kommt. Das halt, es müssen sich die Leute, halt, es müssen ja viele Leute das Spiel kaufen. Und es gibt nur keiner zu, oder es will keiner zugeben. Aber ja. Ich verstehe nicht, warum man das nicht dafür. Genau. Und das habe ich auch immer gesagt und deswegen, ja, das war mir eigentlich ziemlich egal. Und jetzt überhaupt, wo ich sehe, einfach wie viele Leute das interessiert, meine Let's Plays auch über eine LS, und im Endeffekt ist ja das gerade auf der Map. Immer dasselbe, wir haben jetzt immer dieselben Felder, wir haben nicht viel was Neues gemacht, aber trotzdem schauen sie Leute noch immer. Und es kommen immer wieder neue dazu, es gehen natürlich viele auch weg, aber es kommen auch wieder neue dazu. Viele werden natürlich wieder dazukommen, wenn ich neue Map mache. Ich denke schon. Das kennen wieder einige nicht. Da habe ich mir auch schon vielleicht ein bisschen eine Geschichte überlegt, wie ich das dann mache nachher. Oh, ja, Geschichte. Nein, es werden nicht immer so Geschichten kommen, aber es wird gerade beim Wechsel so. Halt, ich weiß nicht, ob ich mit einer Geschichte vom Bauer oder ob ich das einfach nur so sag, aber es wird eine, ja, coole Art geben. Kommen. Eine coole Art geben, von dem Hof hier wegzukommen. Da würde ich mir noch einiges überlegen werden. So, bin ich aber gespannt. So, wie weit seid ihr? Ich mache gerade oben Vorgewinde. Hast du die andere Seite dann auch noch, oder? Ja, die andere Seite habe ich dann noch. Ich ziehe eine Spur dann runter. Ganz kleinen Streifen oben. Ja, dann geht es ja sicher aus, dass ich wahrscheinlich fertig bin, dass ich gerade anfange mit Vorgewinde. Ja, gut, alles.
kannst dann ja theoretisch, wenn du mit Vorgewende fertig bist, schon das nächste Feld machen. Da ist ja noch eins übrig. Ja, ja, eben, mache ich hier. Oder ich fange noch ein halt ich Dosen oder so irgendwas. Das kleine Feld haben wir ja dann noch. Genau. Richtig, du aber vielleicht vor der Elfblende dann schon Grobers. Ja, sicher gehört zuerst Grobert, halt. Ja, oder anfängt zu zählen, meine ich jetzt. Ja, ja, ist ganz klar. Ah, Max, ich kann ja dann nochmal wechseln, wieder, oder? Ah, ne, mach noch das Vorgewende fertig. Wir können dann tauschen, wenn wir das Feld wechseln, würde ich sagen. Okay. Egal. Boah, wir nehmen, glaube ich, heute noch 30 Parts auf, so wie motiviert die zwei sind. Ja, ich bin nein, so viel dürfen wir aber nicht mehr aufnehmen. Ja, ich weiß. Das war dann währenddessen Webwechsel. Na, das machen wir sicher nicht. Ja, die muss ich erst vorbereiten. So, ja. Bei der nächsten Aufnahme wird die Map gewechselt. Das könnte hinkommen. Ja, ich glaube auch. Aber wahrscheinlich würde ich so, weiß nicht, dann bis, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich 150 dann schon auf der neuen Map oder 150 noch hier. Ja, 150 den Map wechseln. Ja, das würde ich auch machen. Also auf der neuen. Zwischen rein haben. Auf der neuen Map, also, oder was? Nein, nein, ich weiß ja nicht, wie du den Mapwechsel geplant hast. Ja. Geteilt halt. Ich denke aber, das sollte man dann aber... Also wenn wir dann fertig sind aufnehmen, weil sonst verraten wir dann vielleicht ja. Irgendwas. Nein, aber das kann ich wirklich noch nicht sagen, wie ich das, aber ich hätte das wahrscheinlich auf zwei Parts, sozusagen einen Part da und einen Part dann auf der neuen Map oder so irgendwas. Oder ja, einen langen Part, also 31 Minuten geht oder so. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir hier noch, habe ich vor, dass wir alles noch ernten. Wir werden zwar nicht mehr bestellen vielleicht, oder vielleicht immer bestellen werden wir nicht mehr, aber ernten tun wir auf jeden Fall noch. Halt, wenn das nachher, weiß nicht, bei 49 so ist, dass wir noch alles zum Ernten haben, dann werden wir halt bei 49 dann einen 3-4 Stunden Bad machen. Oder vielleicht gibt es auch einen, ich muss mir das mal anschauen, vielleicht gibt es auch einen Livestream oder so irgendwas. Hätte ich auch Bock mal. Ich weiß noch nicht, ist eine Idee, was du machen könntest. Ja. Aber ich sag das jetzt nicht im Part, weil sonst ist ja vielleicht alles kaputt. Es gibt so halt in meinem Gehirn und wahrscheinlich auch bei den Zusehern und auch bei euch. Da spielen Gedanken herum, wie man da den gescheiten Ende bzw. Umbau machen kann, halt sozusagen Umänderung auf die andere Map und so weiter. Ja. Da gibt es so viele Ideen und ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Ja. Muss man das mal anschauen, was das nachher genau für ein Tag zum Beispiel auch ist, wo der Mapwechsel stattfindet oder wo der Part 150 ist und. Weil das spielt auch viel, wenn der mitten in der Woche ist, kann es sein, dass das, ja, dass man das nachher anders plant oder sowas, dass dann vielleicht zwei Tage Pause sind oder, ja, keine Ahnung, mal schauen. Mal sehen. Es gibt so viele. Soll ich mal gucken, wenn der Part also, ich fange jetzt vorne vorgewählt an. Jo, mach das Stich im Weg. Gott. Ja, doch. Ich habe jetzt noch 6-7 Bahnen Länge. Das sollte sich dann ausgehen, dass du nachher ungefähr, wenn ich anfange mit vorgewendet, dass du da wärst. War ganz gut. Ja, es sollte sich ausgehen irgendwie. Weil es wäre auch zum Beispiel cool, wenn man. Es ist wirklich so Sachen, wo ich. Was wir als nächstes anschaffen, ist auch noch so eine Sache. Ja. Weil ich, das ist, wird auf der Map wird es zwar noch schwer werden, ob wir da noch was anschaffen. Weil es einfach von der Zeit her schon, wir sind jetzt bei Bart, wie mal Daumen 140 herum, nicht ganz, halt 138, 39 so herum, 37 vielleicht. Ja, Bart 150 ist auf jeden Fall ein Donnerstag. Wirklich? Hast du nachgeschaut jetzt? Ja, ich habe jetzt nachgezählt. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich bin doch nicht da in der Woche. 150 gefällt mir nicht, Bart. Was ist denn das für ein Tag leicht? Warte, hab ich gerade geguckt. Das war... Dann schon mach mal Part 160, das ist dann... 31. Was der 31. war, das wäre natürlich wieder genial. Ja. Dann mach mal Part 160, das ist glaube ich Samstag oder Sonntag. Am 1. Sonntag, ja, das ist der 10. Aber der 1. ist der Freitag dann? Ja.
Sind ja dann schon Sommerferien für mich. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sozusagen bis 150 noch auf der Map macht und dann einen Livestream auf der neuen Map macht. Aber was, ich auf jeden Fall dann nicht dabei. Was es sein wird oder nicht, das verraten sie erst das Licht. Und das aber erst in einem Monat, weil dieser Part ist jetzt schon zu Ende und wir werden nicht mehr weiter über das Thema reden im nächsten Part. Bis dann, ciao Leute. Ciao.